wünschen einen Popstar in der Midlife-Krise und Nadel, die ihre Koffer packt. Nadel ist draußen, raus aus Bohlens Villa. Gestern war es dann soweit. Nadja Abdel-Farag packt ihre 7 Sachen, wohnt ab sofort nicht mehr mit Dieter unter einem Dach. Beim Kofferpacken macht Nadel dann noch eine eher unangenehme Entdeckung. In einem Schrank findet sie einen Slip wie diesen. Nadel gehört er nicht. Verona käme vielleicht noch in Frage, aber die ist unschuldig, sagt sie. Jetzt ist natürlich die große Frage, trage ich überhaupt was drunter? Nein, er ist bestimmt nicht von mir, denn ich trage ja nur Veronas Dreams bei der Gelegenheit. Okay. Und damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den Schlüpfer von Estefania handelt. Dieters neue Freundin. Vielleicht hat er sie schon früher in seine Villa eingeladen, um ihr von der großen, weiten Popwelt zu erzählen. Denn das wollte sie schon immer. Uns wurde ein Privatvideo zugespielt, in dem sich Estefania vor einem Jahr für einen Job beim Fernsehen bewirbt. Also ich bin 20 Jahre alt und ich bin geboren in Südamerika, in Asunción, Paraguay. Paraguay liegt so mitten in Südamerika, ist so das Herz von Südamerika. Neben Paraguay liegt noch Argentinien und Brasilien. Estefania, zum ersten Mal hören wir ihre Stimme. Dieter verpasst ihr seit Wochen einen Maulkorb. Sie darf nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Dabei würde sie doch so gern. Naja, und was kann ich jetzt noch erzählen? Pass auf, kommt einfach mal mit. Kommt mit. In dem Video versucht sie sich als Moderatorin und zeigt uns ihre Wohnung. Es wird ein bisschen laut mit meinen Schuhen. Zieh sie lieber aus. Es kann gleich ein bisschen dunkel werden, aber das wird gleich wieder hell. Kommt einfach mit. Dieter hat mit seiner neuen Lebenskünstlerin wohl noch viel Arbeit vor sich. Denn als Showsternchen zeigt sie wenig Talent, sagt Castingdirektor Peter van Grieken. Ich versuchte überschwänglich fröhlich zu sein. Gleichzeitig gucke ich aber auch auf die Augen und die waren immer sehr bleich. Also sie haben auch kaum in die Kamera geguckt und wenn, dann hat sie was vorgespielt, was nicht vorhanden ist, eben diese Fröhlichkeit. Für Fernsehmoderationen sieht es dann wohl eher düster aus. Fürs Hinternwackeln reicht's trotzdem. In einem Musikclip zeigt sie sich von ihrer besten Seite. In ihrem Bewerbungsvideo bezeichnet sie sich trotzdem als Multitalent. Eigentlich bin ich ein ganz spontanes Mädchen. Und wenn ich frech sein soll, dann bin ich super frech. Und wenn ich lieb sein soll, dann kann ich auch ganz, ganz lieb sein. Das Gute, was ich habe, ich kann jeden Menschen zum Lachen bringen. Und bestimmt lacht ihr jetzt auch gerade über mein beklapptes Video. Aber naja. Ja, was soll ich sonst noch? Ich wollte mich ja ein bisschen mal vor der Kamera präsentieren, wie ich so ein bisschen aussehe, damit ihr auch schon ein Bild von mir habt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Dem Dieter gefällt es auf jeden Fall. Und bei ihm ist sie auch an der richtigen Adresse. Denn ein besseres Sprungbrett in die Showbranche gibt's wohl nicht. Alleine hätte sie nicht den Hauch einer Chance. Sie kann es nur schaffen über Dieter Bohlen, der ja nun seine Leutchen immer sehr gut unterbringt. Da ist einfach der Name vorhanden. Man wird sie wahrscheinlich nur, ach, das ist die Kleine von Bohlen. Ja, so wird man die wahrscheinlich einsetzen. Wäre sie jetzt irgendeine kleine Maus, die da irgendwo sich bewirbt, wird sie also wahrscheinlich übers Casting nicht hinauskommen. Dabei hat sie alle Vorbereitungen getroffen, um eine Karriere zu starten. Sie nennt sich Estefania, doch eigentlich heißt sie schnöde Stefanie Ingrid. Assistentin in einer Talkshow wollte sie werden. Das Bewerbungsband wurde kommentarlos zurückgeschickt. Also, jetzt habe ich euch mal so ein bisschen von meinem Leben erzählt und euch mal so erzählt, was für meine Interessen so sind, damit ihr mir so mal ein bisschen so mich so kennenlernt und so. Ja, das war's eigentlich. Verabschiede mich von euch. Ciao, bis dann. Ciao. Der Dieter wird schon richten, Stefanie Ingrid. Ciao, ihr Lieben.